Machtgefühl war jedoch nur von kurzer Dauer. Karl und Anna wurden von den deutschen Soldaten in Saint-Mihiel ergriffen und in die Offiziersquartiere zum Verhör gebracht. Karl kehrte auf Seiten der Deutschen an die Front zurück, während Anna im Lazarett Verwundete pflegen musste. Am 8. April begannen die Franzosen mit einem Angriff auf Saint-Mihiel, eine Gelegenheit, die Karl nicht verstreichen lassen wollte. Okay, was müssen wir machen? Oh, die kennen sich. Okay, müssen also irgendwo da hinten hin. Es scheint wohl sein eigentliches Herrchen zu sein. Und nach oben. Was? Lumpen anfotzen? Okay. Gut gemacht. Okay. Alter Fritte! Hey! Werk was ran! Hepp runter nur! Hey! Zwurbel im Lack! Ich brauche noch einen Helm. Nur woher? Das ist jetzt die große Preisfrage. Da ist ein Helm, okay. Hey, warum auch immer die 4 jetzt richtig war? Okay. Oder auch nicht? Guter Hund. Moment, ich gehe noch mal runter. Wahrscheinlich brauche ich hier noch irgendwas. Okay, da kann ich nichts machen. Guck mal hier raus. Jo. Du bist ja so ein bisschen verwirrt, oder? Okay. Wozu brauche ich jetzt den Apfel? Für das Pferd? Okay. Ja, du meldet. Okay, ich brauch den Schlüssel, der da ist. Ich nehme mir mal einen Apfel mit. Vielleicht bringt das ja was. Braves Tier. Komm ich denn da hin? Aber hier ist ja auch nichts mehr. Oh, Moment, da lag was. Okay, das kann ich aber nicht aufheben. Ist noch was so oben vielleicht? Kann ich auch nicht fragen. Okay. Ja, brav. Warum auch immer da jetzt, irgendwas lag. Ich habe einfach A gedrückt in der Hoffnung, dass ich da was aufheben kann. Die Frage ist ja, wie der Code ist. Also ich hatte gerade 4. Dann hatte ich 1.
Und was noch? Ich nehme mal die 2. Okay, war nicht richtig. 4. 1. 8. Auch nicht. 4. 1. 6. Auch nicht. Aber wenn das grün leuchtet, dann müsste das ja korrekt sein, oder? Hm. Haben wir irgendwas, wo da was draufsteht oder so? Ich guck mal einmal in die Tipps hier. Hallo? Zeigt er mir den Tipp nicht an? Jetzt. Ja, aber wie soll ich denn an der Glocke läuten? Das habe ich doch gerade ausprobiert. Das geht ja nicht. Nein. Guter Hund. Ach so. Okay. Freu mich da. Hä? Moment. Ich glaube, ich muss den Apfel erstmal irgendwie wegwerfen. Sonst kriege ich das nicht hin, dass ich dem irgendwie was sage. Hä? Ich guck mal nach. Ja, das weiß ich ja jetzt mittlerweile. Sag mir doch mal was Neues. Moment. Ich hol mir mal eben noch mal so einen Apfel. Ich glaube, ich habe eine Idee. So. Jetzt hauen wir dagegen. Genau. Was kann der mir denn? So, jetzt haben wir es hingekriegt. Jetzt können wir die Tür aufschließen, genau. Und habe einen Helm. Was ist das? Achso, das ist die Fahne, die wir, glaube ich, unten aufhängen müssen. So. Nein, da wollte ich nicht rein. Raus da. Die können wir jetzt wahrscheinlich erstmal aufhängen. So. Was auch immer uns das jetzt gebracht hat, ich habe keine Ahnung. Ich weiß immer noch nicht, welche Kombination wir dafür brauchen. Aha, okay, Moment, da steht irgendwas an dem Fenster hier. Okay. 2, 1, 3. Ach so. Ach, das zeigt auf die Zahlen dort. Also ist das 8, 1, 5. Mal gucken. Acht, eins und fünf. Ha!
Tata. Da liegt was. Okay. So, jetzt haben wir auch unsere ganze Ausrüstung. Okay, es geht auch schon los. Uah. Alter, da wollte ich doch gar nicht hin. Mensch. Okay. Gott, das ist ganz Gas hier. Das arme Pferd. Oh. Das habe ich natürlich jetzt wieder zu spät gesehen. Okay. Muss man ziemlich aufpassen. Okay, schnell rein. Können wir den nicht da rausziehen? Nein. Toll. Und jetzt? Wohin? Ja, hat der jetzt einfach den Hund da zurückgelassen oder was? Nee, ich würde schon sagen. Ja, aber den Hund zwischendurch streicheln. Oh Mann, das würde man gar nicht von so einem Spiel denken, dass es hier solche Action gäbe. Boah, das war jetzt aber echt knapp. Komm schon, Hundi. Okay. Okay, da komme ich so nicht durch. Was ist das? Okay. Kann ich mich da irgendwie dran anhaken? Hm, scheinbar nicht. Ich bin jetzt gerade am Überlegen. Moment, zieh da nochmal dran, bitte. Ich habe eine kleine Idee. Genau. Aha. Ja. Wie geil das einfach aussieht, ey. Können wir denn hier noch irgendwas machen? Nein, okay, gut, dann gehen wir mal zurück. Hier kommen wir nicht weiter. Okay. So, jetzt kann der wahrscheinlich... Genau. Jetzt kann der uns die andere Maske geben. Okay. Jetzt wahrscheinlich wieder hier hoch. Weil jetzt können wir ja da durch. Fragt sich nur, wohin? So, hier kann man auch lang. Während Karl sein Ziel beinahe erreicht hatte, wechselte Freddy zu den kanadischen Truppen bei Vimy. April 1917. Am Himmel über Vimy erkundete George, der englische Pilot, die deutschen Stellungen für die Artillerieunterstützung. An diesem Tag führten die Kanadier den Angriff. Okay, jetzt sind wir irgendwie hier mit den Kanadiern in einem Boot. Bäm. Finde ich cool.
Was? Oh, Moment. Boah, Hilfe. Ich soll ja total aufpassen hier. So. Kein Plan, ob was wir das jetzt stellen müssen. Moment. Hier ist ein Schrank. Da ist nichts drin. Können wir hier irgendwo sehen, wo wir das hinschießen müssen? Ach so, okay. Das heißt, der eine ist auf 65, dann auf 7 oder sowas. Ne, 10. 65 und 10. Okay. Gucken wir doch mal. So. Na. So, 10. Und 65. So. Geht doch. Jetzt können wir auch wahrscheinlich weiter. Boah, Hilfe. Ach so. Oh Scheiße. Das habe ich zu spät gesehen. Nur voll gegengelaufen. Los. Gott, ey. Boah, das ist echt ganz schön anstrengend. Das ist anstrengend, aber das ist nervenaufreibend. Was ist das denn für ein... Ach du Scheiße, fetter Schatten, wollte ich gerade sagen. Schnell runter. Boah. Okay, da fehlt aber wieder so ein Rädchen. Okay. Da kommen wir nicht durch. Kann man hier hinten? Da kann man nicht lang, ne? Aber man kann hier runter, sehe ich gerade. So. Okay, da fehlt auch was. Da liegt was da oben. Aber wie kommen wir da wieder dran? Da haben wir Münzen. Okay, was ist das jetzt hier schon? Das kann ja nicht alles sein. Das ist recht... Ah. Deswegen. So. Yay. Okay, war das jetzt schon alles, oder? Scheinbar. Wohin? Okay, boys, hey, you. Ja, ich weiß nicht wohin. Einfach irgendwo hin, oder? Ach so. Aha. Wir sind so gut.
Jetzt schnell weiter. Jetzt geht das bestimmt wieder los mit dem Bombardement. Hilfe, ich bin doch gar nicht so schnell wie der Panzer. Ah, toll. Ah, ich hasse sowas. Ah, Hilfe. Boah, das war aber jetzt echt knapp, ey. What? Okay. Ich darf also am Ende nicht hinter dem Panzer stehen. Ich sollte immer so ein bisschen Abstand halten. Boah. Schon wieder so knapp wie gerade. Jo, das gibt's doch nicht. Ich bin echt zu blöd für manche Stellen hier in dem Spiel. Jetzt schnell hier so ein bisschen aufpassen. Jetzt muss ich einfach durchrennen. Genau. Und jetzt hier Abstand halten. So. Okay. Oh Gott, scheiße. Boah, Alter, es ist aber echt krass hier am Ende des Spiels. Boah. Feuerschutz hier. So. Oh. Okay. Moment. Und jetzt? Was soll ich denn jetzt tun? Ich bin echt verwirrt, wie sich denn da... Okay. Gut, das ist nicht richtig eingestellt, würde ich mal behaupten. Hier ist nix. Kann ich das Ding irgendwie verschieben? Nee. Kann ich nicht. Das verwirrt mich jetzt. Kann ich dann das Teil bewegen? Check ich nicht. So vieles. Ich kann das gar nicht mehr bewegen jetzt. Hä? Wieso hat das jetzt geklappt und gerade nicht? Muss ich das verstehen? Gute Frage, nächste Frage.
Eine Karte. Hm. Bisschen verwirrend ist das Spiel ja schon, ne? Warum manchmal Sachen funktionieren und manchmal nicht. Okay. Nach zahllosen Rückschlägen und Verlusten gelang es den Kanadiern schließlich, den Hügel einzunehmen. Der Kriegseintritt der USA wurde nun von Woche zu Woche wahrscheinlicher. In seinem letzten Brief bestätigte Freddys jüngerer Bruder die wachsende Kriegsbereitschaft in der Bevölkerung seines Landes.